Im Garten des Gelehrten Friedrich L. in einer kleinen Stadt in Deutschland. Er wird wiederkehren, Frau Thorm. Irgendetwas in mir sagt mir das. Könnte ich Ihnen bei Ihren Sorgen doch auch so helfen wie Sie mir. Sie haben eine schlechte Nachricht erhalten heute Morgen. Man will unsere Luftschifferstation unter die Aufsicht des Kriegsministeriums stellen. Jedenfalls verlangt man eine staatliche Kontrolle. Warum denn? Die Station ist doch eine internationale Gründung. Man traut mir wohl nicht ganz. Man kennt ja meine Ansicht über den Patriotismus. Meine Überzeugung, dass eine Nation oder ein Staat doch kein Selbstzweck sein kann. Es geht um die Menschheit als Ganzes. Die einzelnen Völker und Staaten sind nichts als Mittel im gegenseitigen Wettbewerb, die Idee der Menschheit zu erfüllen. Aber da spricht man von Patriotismus. Der Telegrammbote. Ich habe hier ein Telegramm für Frau Isma Thorm. Das kann nur von meinem Mann sein. Das ist aus Hammerfest. Ja, danke. Wiedersehen. In Hammerfest ist die Brieftaubenstation. Hammerfest, 5. September, 3 Uhr, 8 Minuten. Soeben Brieftaube mit dem Stempel Ballon Pol zurückgekehrt, brachte folgende Nachricht. Frau Isma Thorm, Friedau, Deutschland. Alle gesund. Nach 30-stündiger günstiger Fahrt schweben wir über dem Pol. Gewirr von Inseln im meist eisfreien Bassin. Kleine, kreisrunde Insel, von unbekannten Bewohnern als Pol markiert, trägt unerklärliche Apparate, Bewohner nicht sichtbar. Da Landung nicht ratsam, setzen wir Reise fort. Innigster Gruß. L, es ist gelungen! Es ist gelungen. Ach, L. Wissen Sie, was das bedeutet? Die Bewohner des Planeten Mars sind auf der Erde gelandet. Was? Und schon in Kürze wird für die Menschheit ein goldenes Zeitalter des Glücks und des Friedens anbrechen. Wenn das nicht nur ein schönes Märchen ist. Aber wenn Sie geahnt haben, was am Pol zu sehen sein wird, warum haben Sie dann meinen Mann nicht darauf vorbereitet? Ich habe immerhin vorgesorgt. Zwischen den 3 Flaschen Champagner, die Sie durch Saltner in den Ballonkorb schmuggeln ließen, befand sich ein kleines deutsch-martisches Wörterbuch, das ich selbst zusammengestellt habe. Aber woher können Sie martisch? Jetzt sollen Sie es wissen. Mein Vater war kein Engländer, wie man allgemein annimmt. Er war aus einer anderen Welt. Er war ein Nume. Nume? Nu. Der Mars. Ihr Vater war ein Martier. Aber El, wie kam er denn da? Das ist eine lange Geschichte. Mein Vater hatte schon mehrere Erkundungsflüge zur Erde durchgeführt, bis er bei einem Unternehmen am Südpol verunglückte. Unter unsäglichen Strapazen schlug er sich zur Küste durch, wo ihn ein Walfangschiff aufnahm und nach Australien brachte. An Bord hatte er genug Englisch gelernt, um sich verständigen zu können. Und in Australien brachte er es dann, durch Erfindungen, die auf dem Mars längst bekannt waren, zu Ansehen und Wohlstand. Meine Mutter war eine deutsche Erzieherin. Und außer ihr und mir wusste niemand um das Geheimnis der Herkunft meines Vaters. Aber stets habe ich den roten Planeten als meine eigentliche Heimat betrachtet und war bemüht, das Vermächtnis meines Vaters zu erfüllen, die Erde den Martiern zu erschließen und die Menschheit teilnehmen zu lassen am Segen meiner martischen Heimat. Ach, El, was werden die nächsten Tage und Wochen bringen? Großes.
für die Menschen. Drei Tage später landet das Luftschiff mit Grunthe und Ill auf einem Rasenplatz hinter Ells Haus. Auf einmal steht Ell einer hohen Gestalt gegenüber. Mein Vater? Nein. Sie sind nicht mein Vater. Aber... Der Repräsentant der Marsstaaten. Ill. Ilrik Thor. Amgel Schick. Ill. Familie Ktor. Aus dem Geschlecht der Schick. Ich bin der jüngere Bruder des Kapitäns All, aber... Mein Vater. Er war mein Vater. Und so sah er aus. Genau wie du. Ich dachte es mir, als die erste Nachricht zu uns kam, dass ein L auf der Erde unsere Sprache kenne. Darum erbot ich mich freiwillig. Ill, was für ein Glück. Wir werden gemeinsam das Vermächtnis meines Vaters erfüllen. Sofort nehmen Grunthe und Ell Kontakte mit den europäischen Regierungen auf. Doch sehr bald kommt eine Hiobsbotschaft vom Mars. Im Polargebiet hatten vier Martier verunglückte Matrosen eines englischen Kriegsschiffes retten wollen, wurden aber von den Kameraden der Verunglückten für deren Mörder gehalten und gefangen genommen. Sofort reisen Ell und Ill zum Pol, aber der Kapitän des Kriegsschiffes weigert sich, die Gefangenen herauszugeben und lässt ohne Warnung auf das Flugzeug feuern. Es konnte gar kein besseres Ziel für das 25 Zentimeter Geschütz geben. Das Luftschiff war nicht zu verfehlen. Doch Ill hatte schon seine Vorkehrungen getroffen. Seine Hand lag am Griff des Repulsitapparates. Von dem Moment, in welchem der Schuss an Bord des Kriegsschiffs gelöst wurde, bis zu dem, in welchem das Geschoss das Luftschiff treffen konnte, mussten fast 2 Sekunden vergehen. Das genügte ihm. Jetzt blitzte drüben der Schuss auf. Und gleichzeitig drehte Ill den Griff des Repulsitgeschützes. In der Mitte zwischen dem englischen Schiff und dem martischen Luftschiff gab es einen ohrenbetäubenden Krach. Die Granate zersprang in der Luft, als sei sie an eine feste, unsichtbare Mauer gestoßen. Erstaunlich. Könnt ihr es mir erklären? Wir haben berechnet, dass die Geschwindigkeit sich bis über die Lichtgeschwindigkeit hinaus steigern lassen muss. Natürlich nicht durch die Entwicklung von Explosionsgasen, sondern durch die Explosion des Weltäthers selbst. Wir können Ätherspannungen erzeugen, die wir plötzlich entlasten. Dieser kondensierte Äther heißt Repulsit. Wie soll ich das genauer erklären? Im Prinzip handelt es sich darum, große Elektrizitätsmengen unter kolossalen Spannungen zu halten. Denken Sie an Radiumstrahlung, nur in gewaltigem Maßstab. Das britische Kriegsschiff wird außer Gefecht gesetzt und die gefangenen Martier freigelassen. Doch nun müssen Ill und Ell zum Mars fliegen, um der Marsregierung die Kriegshandlungen zu melden. Blick auf eine fremde Welt. Der Verkehr auf weite Strecken und mit großer Geschwindigkeit wurde auf dem Mars durch 2 Arten von Bahnen vermittelt: Gleitbahnen und Radbahnen. Kraftquelle war die Sonnenstrahlung. Sie wurde auf den glühenden, trockenen Hochplateaus in ausgedehnten Strahlungsflächen gesammelt und den Motoren als Elektrizität zugeleitet. Bei den Gleitbahnen befand sich zwischen der Schienenbahn und der Last, die auf Schlittenkufen mit eingelassenen Kugeln ruhte, eine dünne Wasserschicht, wodurch die Reibung so vermindert wurde, dass man riesige Massen mit großer Geschwindigkeit transportieren konnte. Noch viel rascher vollzog sich indes der Personenverkehr auf den Radbahnen. Die auf 3 Schienen laufenden Einzelwagen
legten in der Stunde 400 Kilometer zurück. Das Hauptverkehrsmittel war stets der Radschlitten. Ein leichter, auf Kufen und kleinen Lenkrädern ruhender Wagen für ein oder zwei Personen, den ein unter dem Sitz befindlicher kleiner Motor bewegte. Ferner gab es die Stufenbahnen, die in regelmäßigen Abständen von etwa 10 Kilometern alle bewohnten Gegenden mit ihrem dichten Netz überspannten. Über den Bahnen erhoben sich, die ganze Breite in kühnen Bögen überspannend, die Riesengebäude des gewerblichen und geschäftlichen Verkehrs. Entfernte man sich von den Industriestraßen nur um wenige hundert Schritte, so befand man sich in einer völlig anderen Welt. Riesenbäume verdeckten mit ihren Zweigen die Nähe der Bauwerke. Erst in einer Höhe von etwa 40 Metern begann der Astansatz. Und von hier aus bildete das Laubdach eine natürliche Wölbung auf den geradlinig aufsteigenden Pfeilern der Stämme ruhend. Kein direkter Sonnenstrahl vermochte den Boden zu treffen, sondern ein mildes, bläulich-grünes Licht schimmerte von den Blättern hernieder und verteilte sich gleichmäßig im Raum. Diese lebenden Kuppeln ersetzten den Martiern den Schutz einer dichteren Atmosphäre. Sie milderten den Gegensatz der Einstrahlung am Tag und der Ausstrahlung in der Nacht und schützten den Boden vor Verdunstung. Auf beiden Seiten der Industriestraßen erstreckten sich die Privatwohnungen der Martier. Mitten in Gärten standen die Häuser, kleine, einstöckige Gebäude, manchmal zu Gruppen zusammengeschlossen, im Allgemeinen aber villenartig über das Gelände verstreut. Einen starken Gegensatz zu dem reichen Kulturleben und der Lebensfülle der Niederungen boten die felsigen Hochplateaus. Auch durch jene Wüsten zogen sich, uralten Kulturwegen folgend, die Industriestraßen, nur dass sie hier nicht ein dichtes Netz bildeten, sondern parallel verliefen und dadurch Streifen von 30 bis 300 Kilometer Breite formten, die besiedelt waren. Denn jeder Streifen hatte einen Kanal in der Mitte, der das Wasser von den Polen über den ganzen Planeten verbreitete. Sobald der Wasserzufluss hier aufhörte, verloren die schützenden Bäume ihr Laub und der Boden verdorrte. Aber wenige Tage genügten, dem Pflanzenwuchs eine Frische zurückzugeben. Die Bevölkerung dieser Weltstraßen lebte unter viel ungünstigeren Bedingungen, als sie in den immer feuchten Niederungen herrschten. Aber sie war doch ungleich besser versorgt als die Bewohner der Wüsten. In ihnen hausten in der Kultur zurückgebliebene Martier, die zum Teil sogar noch Ackerbau trieben, zum größeren Teil aber im Bergbau und in den Strahlungssammelstätten arbeiteten. Denn jene Wüstengegenden, einst leer und unbewohnt, waren in der gegenwärtigen Kulturperiode des Planeten das Hauptreservoir und die Hauptquelle für die Energie geworden. Aus Kalkfelsen, dem ausgetrockneten Ton- und Lehmboden und den darunterliegenden, von Erzgängen reich durchsetzten Schichten zog die Bevölkerung des ganzen Planeten ihre Nahrung und ihre Macht. Steine in Brot, Eiweißstoffe und Kohlehydrate aus Fels und Boden, aus Luft und Wasser, ohne die Vermittlung der Pflanzenzelle. Das war es, wodurch sich die Martier von dem frühen Kulturstand des Ackerbaus emanzipiert und zu unmittelbaren Söhnen der Sonne gemacht hatten. Im Abgeordnetenhaus der Marsstaaten kommt es zu erregten Debatten. Saltner, La und Ell verfolgen sie mit Spannung. Ell, hat sich etwas Neues ergeben? Die Regierung hat den Konflikt mit dem englischen Kriegsschiff als unglücklichen Zufall bezeichnet. Als Tat eines untergeordneten Offiziers. Man dürfe dafür nicht die Bewohner der gesamten Erde verantwortlich machen. Natürlich darf man das nicht. Und die Opposition? EU und seine Parteifreunde? Sie wollen natürlich radikale Maßnahmen. EU sagt, es wäre das Beste gewesen, sich um die Menschen überhaupt nicht zu kümmern. Das hat er schon immer gesagt. Aber nun, da durch einen Fehler der Regierung die Erdbewohner von den Numen erfahren hätten,
müsse ihnen klar und deutlich gezeigt werden, dass wir den Kampf mit den Waffen als unsittlich verwerfen. Hoffentlich hält er sich selbst dran. EU verlangt, dass über die gesamte Erde sofort der Planetenfriede angeordnet wird. Er will die totale Entwaffnung sämtlicher Staaten erzwingen. Können Sie sich vorstellen, was unsere Kriegsminister dazu sagen werden? Dazu kommt noch Druck von der chauvinistischen Gruppe. Sie fordert die Annexion der Erde und will die Bate als unzivilisierte Kolonialvölker unter die Herrschaft der Nume stellen. Das heißt, wir werden Gewalt anwenden müssen. Statt Frieden wird es immer mehr Kampf geben. Die Partei der Menschenfeinde immer stärker werden. Mir ist sie jetzt schon stark genug. Hier, die neueste Ausgabe der Antibar-Zeitung. Hört euch mal an, was die über mich schreiben. Moment. Ein Exemplar der Menschheit zu betrachten, hatten wir bereits das zweifelhafte Vergnügen. Wer dieses stupide Gesicht mit den winzigen Augen und den rohen Bewegungen einmal gesehen hatte, wird sich sagen, dass diese Rasse höchstens als Haustier von uns geduldet werden kann. Saal, mein lieber Saal. Komm, ich muss dich näher sehen, ob diese Beschreibung stimmt. Ja, ich glaube, ich könnte dich als Haustierchen aufnehmen. Im Ernst, La. Ich mache mir wirklich große Sorgen. Ja. Manchmal fürchte ich auch, dass das Zusammentreffen mit den Menschen für beide Teile verderblich werden könnte. Nein, La, gewiss nicht. Wir können den Menschen die Quellen des Reichtums erschließen durch unsere Technik. Und wir können erzwingen, dass die damit verbundenen Besitzänderungen sich in Ruhe vollziehen. Den kleinlichen Eigennutz, den Krämersinn, die Unduldsamkeit, die Klassenherrschaft bringen wir zum Verschwinden. Leid und Schmerz können wir nicht verbannen. Aber reinigen können wir dieses Leid, veredeln zu dem heiligen Schmerz, der untrennbar ist von der Liebe und dem Einblick in uns selbst. Ob sich Ihr Traum erfüllen lässt? In einem Jahr werden wir auf der Erde mit Hilfe der Sonnenenergie aus Luft, Wasser und Gestein Lebensmittel und Waren herstellen können, die nahezu nichts kosten. Für jeden Menschen werden wir im Tagesdurchschnitt 4 bis 6 Stunden gewinnen, die er seiner geistigen Ausbildung widmen kann. Die alten Wahnvorstellungen werden verschwinden. Die Kriege hören auf. Sie kennen die Menschen besser als ich. Aber glauben Sie wirklich, dass dies alles ohne Gewalt möglich sein wird? Ich hoffe es. Wenn aber nicht, so müssen wir sie anwenden. Auf der Erde hatte die Nachricht von der Besetzung des Nordpols durch die Martier ein Aufsehen erregt wie kaum ein anderes Ereignis je zuvor. Man wusste jedoch weder, was man zu erwarten habe, noch wie man etwaigen weiteren Aktionen der Martier begegnen solle. Ein äußerst lebhafter Depeschenwechsel fand statt. Doch konnte man sich weder über die Tagesordnung noch den Ort eines Kongresses einigen. Das Endergebnis war schließlich in allen Staaten das gleiche: neue Bewilligungen zur Vermehrung des Heeres und der Flotte. An beiden Polen der Erde landen die Luftflotten der Martier. Die Forderungen ihrer Gesandten: Erstens, formelle Entschuldigung der englischen Regierung wegen des Angriffs der Mannschaft des Zerstörers Prevention auf die beiden Martier und des Kapitäns auf das Luftboot. Zweitens, angemessene Bestrafung des Kapitäns Keswick und des Leutnants Prey. Drittens, Entschädigung für die beiden Martier mit je 100.000 Pfund. Viertens, Anerkennung der Hoheitsrechte der Marsstaaten auf die Polargebiete der Erde jenseits des 87. Grades nördlicher und südlicher Breite. Fünftens, Anerkennung der Gleichberechtigung der Martier mit allen anderen Nationen in Bezug auf Niederlassung, Verkehr, Handel und Erwerb. England lehnt ab. Die übrigen Staaten der Erde erklären ihre Neutralität. Die englische Kriegsflotte läuft aus, beschießt die Marsflugzeuge mit Geschützen aller Kaliber, doch ohne Erfolg.
Der Kommandeur der Marsluftwaffe richtet einen Aufruf an den britischen Admiral. Der Oberbefehlshaber der martischen Luftflotte fordert Sie auf, sämtlichen unter Ihrem Befehl stehenden Schiffen die Weisung zu erteilen, sich binnen einer Stunde in den Hafen von Portsmouth zurückzuziehen. Ich würde mich sonst gezwungen sehen, jedes Schiff, das einen Schuss abgibt oder sich nicht in den Hafen zurückzieht, zu versenken. Ein britisches Schlachtschiff nimmt dennoch weiter Kurs auf die Sperrlinie und jetzt machen die Martier ernst. Das martische Luftschiff drängte sich an die Rückseite des britischen Panzerschiffs und seine Nihilithülle, die es gegen jeden Angriff schützte, zersetzte die 50 cm dicken Panzerplatten binnen ebenso viel Sekunden. Ein Repulsitschuss zerstörte das Steuer, ein zweiter zerbrach die Schraubenwelle. Das Dach des Kommandoturms schmolz ab. Die gesamte Besatzung in die Boote. Das Schiff wird versenkt. Wir müssen ein Exempel statuieren, damit unsere Befehle künftig besser befolgt werden. Innerhalb weniger Stunden ist die gesamte britische Kriegsflotte kampfunfähig. In London war man ratlos. Das Ministerium trat zurück. Man wollte um Frieden bitten, aber die aufgeregte Volksstimme rief um Rache. Die Blockade der Martier ist aber nicht zu durchbrechen. Und nun nehmen die britischen Kolonien die Gelegenheit wahr, ihre Unabhängigkeit zu erklären. Keine Hand rührte sich für England. Die anderen Nationen beeilten sich vielmehr, die bisherigen Handelsgebiete Großbritanniens für sich zu sichern. In einem Krieg ohne Blutvergießen wird England schließlich gezwungen zu kapitulieren. Ill war auf dem Nordpol der Erde eingetroffen. Am 5. April war der Präliminarfriede geschlossen und die Blockade aufgehoben worden. Aber nicht nur das mächtige England beugte sich dem Sieger. Es hob ein förmlicher Wettstreit der Regierungen um die Gunst der martischen Macht an. Die Marsstaaten wurden unter dem Namen Polreich der Nume nicht nur als ein Faktor im Rat der Großmächte anerkannt, sie hatten in Wahrheit bereits die Führung unter ihnen. Mit dem Titel eines Präsidenten des Polreichs übte Ill die Regierungsgewalt im Auftrag der Marsstaaten aus. Unter Glockengeläut und Kanonendonner wurden die Gesandten des Mars in allen Hauptstädten Europas jubelnd begrüßt. Doch wenige Wochen später tobten aufgeregte Volksmengen durch die Straßen der Städte. Was war geschehen? In Südeuropa und in Asien, wo man sich in der Hauptsache aus Furcht vor Englands Macht bisher so weit im Zaum gehalten hatte, dass der weiße Mann einigermaßen sicher war, dort waren nun die Schranken gefallen. Der religiöse und der nationalistische Fanatismus rissen alle Dämme nieder. Nach heimlichen Befehlen ihrer Führer begannen ungeheure Demonstrationen. Bald gab es Brandstiftungen, Beraubungen, Mord. Die Gebäude der Botschaften wurden gestürmt und verheert. Kaum weniger furchtbar war die Rache. Soweit die Schiffsgeschütze der großen Mächte reichten, wurden blühende Siedlungen, ganze Städte in Schutt und Asche verwandelt. Nicht genug damit. Schon erhob sich unter den zivilisierten Staaten ein heftiger Streit darüber, wer die Erbschaft des geschlagenen England antreten solle, wer die größten und gerechtesten Ansprüche habe. Während die Diplomaten glatte Worte wechselten, gerieten die Völker in Siedehitze. Der Krieg war eigentlich schon ausgebrochen, ehe er formell erklärt wurde. Weniger erregt, aber nicht minder tatendurstig, war die Stimmung auf dem Mars. Die Nachricht von dem ungeheuren Blutvergießen der Menschen untereinander war angelangt. Eine mächtige Empörung durchflutete gleichmäßig die Völker der Marsstaaten. Der Antipatismus gewann die Oberhand. Das Parlament forderte von der Regierung die sofortige Unterdrückung der Gräuel und die Herstellung des Friedenszustandes auf der Erde. Am 12. Mai beschloss das Parlament unter Zustimmung des Zentralrats,
Da die Menschen nicht fähig sind, einen friedlichen Kulturzustand zu erhalten, sieht sich die Regierung der Marsstaaten gezwungen, hiermit das Protektorat über die gesamte Erde zu erklären. Und jede politische oder militärische Aktion der Erdstaaten untereinander zu verbieten, sofern nicht die vorherige Zustimmung der Marsstaaten eingeholt wurde. Der Präsident des Polreiches der Nume auf der Erde, Ill, wird ermächtigt, alle erforderlichen Maßnahmen anzuordnen. Ich übernehme mit dem heutigen Tage die Schutzherrschaft über alle Staaten der Erde und bestimme wie folgt. Alle Kriegsrüstungen sind verboten. Alle internationalen Verträge bedürfen der Bestätigung durch die Marsstaaten. Die Heere sind auf die halbe Friedensstärke zu reduzieren. Alle Festungsbereiche werden der Kontrolle durch einen Bevollmächtigten der Marsstaaten unterstellt. Die Nationalisten aller Nationen sind empört. Man ruft allerorts auf zum Krieg gegen die Martier. Aber dieser Krieg ist zu Ende, noch ehe er eigentlich begonnen hat. So wird etwa das deutsche Heer während eines großen Manövers in Sekundenschnelle entwaffnet. Wie ein Schwarm von Raubvögeln schoss es vom Himmel hernieder. Geräuschlos, glänzende, glatte Ungetüme. Die Gardekürassiere sprengten unter brausendem Hurrarufe heran, um ihren obersten Feldherrn aus der Umklammerung zu befreien. Doch da senkte es sich von oben herab wie eine dunkle, langgestreckte Masse. Und nun kam die erste Reihe der Reiter in den Bereich ihrer Wirkung. Und ein Schrei des Entsetzens brach aus. Ross und Reiter wälzten sich in einem weiten, wirren Knäuel. Eine Wolke von Lanzen, Säbeln, Karabinern erfüllte die Luft, flog dort donnernd gegen eine Maschine und blieb daran haften. Die Maschine glitt ein Stück weiter und ließ dann ihre eiserne Ernte herabstürzen, worauf die Waffen von den Nihilitströmen der Luftschiffe vernichtet wurden. Die Welt ist in der Hand der Martier. Es gibt keine Waffen mehr, kein Militär. Die martische Kultur breitet sich auf der Erde aus. Ein reger Wirtschaftsverkehr bahnt sich an. Die Martier gründen neue Produktionsstätten auf der Erde. Überall bildet sich ein neuer Lebensstil heraus. Sie wünschen bitte? Ich möchte gern etwas zu essen. Torm ist auf abenteuerliche Weise in die Heimat zurückgekehrt. Er findet sich kaum mehr zurecht in den neuen Verhältnissen. Gewachsen oder chemisch? Wie meinen Sie das? Wie ich es gesagt habe, gewachsen oder chemisch? Was ist denn da der Unterschied? Ich meine, was können Sie mir empfehlen? Was ist das Beste? Das ist Geschmackssache. Das Gewachsene ist teurer, aber wer nicht für das Neue ist, zieht es doch vor. Was essen Sie denn selbst? Immer chemisch. Ich habe eine große Familie, müssen Sie wissen. Da spart man. Und es schmeckt auch besser. Aber das Gewachsene gilt als patriotischer. Und ich habe viele patriotische Gäste. Vor allem muss es rasch gehen. Ich bin in Eile. Dann etwas Chemisches. Da hätten wir zum Beispiel Kohlenwurst, Retortenbraten, Mineralbutter, Kunstbrot, alles aus der besten Fabrik aller Nume. Die Kohlenwurst ist besonders zu empfehlen. Mit bestem Mineralfett, nicht etwa Petroleum. Gut, bringen Sie mir Kohlenwurst. Gerne, also einmal Kohlenwurst. Übrigens, die Kohle ist aus atmosphärischer Kohlensäure gezogen. Der Stickstoff ist völlig argonfrei, die Zellbildung im organischen Wachstumsapparat hergestellt. Sagen Sie mal, Herr Wirt, wo haben Sie denn Ihre chemischen Kenntnisse her? Na ja, ich muss doch schließlich jeden Tag 2 Stunden auf der Fortbildungsschule sitzen. Die ist gleich nebenan. Wenn Sie die Gegend kennen, da, wo früher die Kürassierkaserne war. Manche gehen ja bloß hin wegen der 2 Mark, die man pro Doppelstunde besuchten Unterrichts bekommt. Aber mich interessiert's. Ich bin schon ganz gelehrt. Und nächstens schreibe ich ein philosophisches Werk. Oh, guten Abend, Herr Doktor. Guten Abend. Entschuldigen Sie mich bitte. Die Nume haben die Welt in eine große Volksbildungsanstalt verwandelt. Sie haben Krieg und Militär abgeschafft. Sie haben Überfluss an allen lebenswichtigen Produkten geschaffen.
Sie haben das Gesundheitswesen verbessert. Kurz, Sie haben alles getan, um Els Utopie Wirklichkeit werden zu lassen. Aber zum Idealstaat fehlt noch viel. Denn es zeigt sich immer wieder, dass die Nume, die die Erdbewohner zu höherer Bildung führen sollen, nach kurzem Kontakt mit den Menschen ihre sittliche Kraft einbüßen, überheblich und selbstherrlich werden und auf diese Weise den Widerstand der Menschen geradezu heraufbeschwören. Hill, mein lieber Freund, was ist mit Ihnen? Sie sehen angegriffen aus. Friedrich L., oberster Verwaltungschef für die deutschsprachigen Gebiete, im Gespräch mit dem Gesundheitsberater Hill. Das Klima hier auf der Erde. Der Winter lässt sich noch ertragen, aber die feuchte Wärme des Sommers und vor allem der entsetzliche Regen. Wir dürfen keine Nume länger als 3 Monate im Sommer hier belassen, oder sie bringen Lungen und Herz nicht wieder gesund nach dem Nu. Am Pol war das noch nicht zu merken. Wir müssten jedem Beamten ein Flugschiff zur Verfügung stellen, damit er sich in 10.000 Meter Höhe erholen kann. Das können wir uns vorläufig nicht leisten. In ein paar Jahren, wenn wir die Energiestrahlung der Erde besser ausnutzen können, wird es vielleicht möglich sein. Für die nächste Zeit sind unsere Mittel völlig erschöpft. Wir hatten ungeheure Ausgaben. Dann sollen die Menschen eben mitbezahlen. Aber Hill... Verzeihen Sie meine Heftigkeit, ich werde jetzt zur leichten Erwösung gereizt. Übrigens ist das die allgemeine Ansicht bei unseren Beamten, dass es besser wäre, Steuern zu erheben, als alle möglichen Entschädigungsgelder zu zahlen. Das soll die allgemeine Ansicht unserer Beamten sein? Das wäre mir neu. Man lernt die Menschen nicht gerade sehr hoch schätzen, wenn man längere Zeit mit ihnen verkehrt. Es ist mir aufgefallen, dass die meisten Instruktoren nach einigen Monaten nicht mehr das heitere Gleichmaß der Gesinnung haben, die wir an den Numen gewohnt sind. In der autokratischen Stellung, die sie einnehmen, und im verrohenden Umgang mit den Menschen, gelangen sie zu einer Überschätzung der eigenen Bedeutung. Manchmal führt das geradezu zu einer Psychose, die ich Erdkoller nennen möchte. Es kommt zu Übergriffen, die auf dem Nu unmöglich wären. Hier aber achten manche unserer Beamten niemand als ihresgleichen. Die Ansicht, dass die Bater keine Numenheit besäßen, ist ja sehr verbreitet. Ich werde dafür sorgen, dass meine Beamten pflichtgemäß vorgehen. Wie sollen denn die Menschen lernen, sich dem Gesetz zu fügen, wenn Nume schlechte Beispiele geben? Es gibt noch Ernsteres. Haben Sie von Gragra gehört? Gragra? Das ist eine harmlose Kinderkrankheit. Ich will Sie nicht mit Medizingeschichte langweilen, aber Gragra war einst eine schwere, meist tödliche Krankheit, die wir im Laufe der Jahrhunderte durch Impfungen und durch Umstellung auf chemische Ernährung bezwungen haben. Jetzt habe ich die ersten Symptome davon bei Menschen festgestellt. Noch in der harmlosen Form, aber... Unter den hiesigen Bedingungen wird mit höchster Wahrscheinlichkeit in wenigen Jahren die alte tödliche Form daraus werden. Das ist ja entsetzlich. Und was können wir dagegen tun? Kontakte zwischen Numen und Menschen so weit wie möglich vermeiden. Die Nahrung der Menschen muss schnellstens auf chemische Produkte umgestellt werden und wir müssen die Impfpflicht einführen. Anordnung des Instruktors von Südtirol, Oss. Die als Impfbestätigung abgegebene Marke ist sichtbar an der Kopfbedeckung zu tragen. Unglaublich. Wer sich ohne diese einem Nume nähert, wird mit einer Geldstrafe belegt oder ins psychologische Laboratorium eingewiesen. Jeder Anordnung eines Numen ist ohne Widerspruch Folge zu leisten. Gleich viel, worauf sie sich bezieht. Das Halten von Haustieren wird strengstens verboten. Oss muss den Erdkoller haben, keine Haustiere. Was soll denn meine Mutter ohne ihren Schnorzel? Saltner betrat die Brücke, die über die Tal verführte.
Drüben, jenseits des Flusses, wohnte seine Mutter. Als er die Mitte überschritten hatte, kamen ihm einige Leute entgegen, die eilends an ihm vorüber zur Stadt schritten und ihn durch Winken zur Umkehr aufforderten. Er achtete nicht darauf, sondern richtete seine Aufmerksamkeit auf einen seltsamen Aufzug, der jetzt aus den Talfer Anlagen kommend die Brücke betrat. Einige halbwüchsige Jungen liefen voran, hielten sich aber immer in respektvoller Entfernung. Dann folgte auf einem Akkumulator-Dreirad ein Martier mit seinem diabarischen Glockenhelm, ein riesiger Beet oder Wüstenbewohner. Er schwang ein langes Rohr mit einem Fähnchen in der Hand, mit dem er den Begegnenden bedeutete, zur Seite zu weichen. Darauf folgte ein großer elektrischer Wagen, auf dessen Polster in bequemer Stellung der Instruktor und Tyrann von Bozen ruhte, ebenfalls durch einen Glockenhelm gegen die Erdschwere geschützt. Den Beschluss bildete wieder ein Beet auf seinem Dreirad. Saltner erkannte auf den ersten Blick, dass er wirklich seinen alten Bekannten, den ehemaligen Kapitän des Raumschiffes Meteor, vor sich hatte. Er trat zur Seite in die halbkreisförmige Ausbuchtung eines Brückenpfeilers, um den Zug an sich vorüberzulassen. Dem voranfahrenden Beet erschien jedoch die Entfernung nicht groß genug. Er winkte mit seiner Fahne und rief sein eintöniges »Entfernt euch!« Saltner blieb ruhig stehen. Er streckte den linken Arm gegen den Beet aus und wandte ihm die Handfläche mit gespreizten Fingern zu. Der Beet stutzte. Das war ein nur bei den Numen gebräuchliches Zeichen und bedeutete ungefähr so viel wie »Dein Auftrag geht mich nichts an, ich kann überall frei durchgehen.« Der Beet fuhr weiter. Saltner, den sein Stolz gehindert hatte, sich fortweisen zu lassen, wollte doch lieber die Begegnung mit Oss vermeiden und blickte über das Geländer der Brücke in die Landschaft. Er kehrte so dem Wagen den Rücken zu. Oss dagegen stoppte sein Fahrzeug und rief ihn an. »Kann der Bart nicht grüßen?« Saltner trat jetzt unbefangen auf den Wagen von Oss zu, grüßte höflich nach martischer Sitte und sagte ebenfalls martisch sprechend, »Es freut mich, einem alten Bekannten zu begegnen. Wie geht es Ihnen, Oss?« Oss hatte Saltner sofort erkannt. In seinen Augen blitzte es. »Was fällt dem Bart ein? Wer sind Sie? Wissen Sie nicht, dass Sie sich 6 Schritte entfernt zu halten und überhaupt nicht mit mir zu reden haben? Entfernen Sie sich sofort, oder...« Und er griff nach dem Telelyt-Revolver in seiner Tasche. »Sie scheinen mich nicht mehr kennen zu wollen. So darf ich Ihrem Gedächtnis nachhelfen. Ich bin Dr. Josef Saltner, Ehrengast der Marsstaaten, auf Beschluss des Zentralrates mit allen Rechten des Numen ausgestattet. Und hier ist mein Pass. Lautend auf 2 Marsjahre, unterzeichnet von Ill, zurzeit Protektor der Erde. Bitte.« »Ach, Sie sind Sal. Entschuldigen Sie, dass ich Sie nicht gleich erkannt habe. Aber warum beehren Sie mich nicht in meinem Haus? Hier auf der Straße bin ich gezwungen, sehr vorsichtig zu sein.« »Die Begegnung überraschte mich. Aber Sie wissen so gut wie ich, dass ich derartigen Befehlen nicht Folge zu leisten brauche.« »Ich verbitte mir alle Einmischungen in meine Angelegenheiten. Ich bin hier der alleinige Befehlshaber und werde Ihre Arroganz bändigen. Ich habe Sie im Verdacht, die Leute gegen amtliche Anordnungen aufzuwiegeln. Sie werden sich noch heute zu verantworten haben.« Saltners Mutter ist bereits in eine Klinik eingewiesen. Es gelingt ihm, sie zu befreien und mit ihr in die Berge zu flüchten. Ein Suchflugzeug wird nach ihm ausgesandt. Doch in letzter Sekunde naht die Rettung. Ein Luftboot mit See und La an Bord. Er erhob sich und wollte um die Ecke des Felsens nach dem Flugzeug Ausschau halten. Da war es ihm, als hörte er ein leises Rascheln. Er zögerte einen Augenblick. Die Spalte neben dem Felsen verdunkelte sich. Eine Gestalt stand vor ihm. Wie ein Nebel
legte es sich vor seinen Blick. Wer war das? Da leuchteten ihm unter dem Schatten eines breiten Hutes zwei Augen entgegen. Glückstrahlend, sonnenhaft. Flucht nach Berlin zu L. Doch L ist selbst in Bedrängnis. Die Antibatenpartei hat die Oberhand gewonnen. Ihre hauptsächliche Kraft zog die Partei der Antibaten aus dem Teil der Bevölkerung, in welchem die idealen Kulturziele von eigennützigen Absichten getrübt waren. Denn sobald mit der Erschließung der Erde die Möglichkeit sich eingestellt hatte, Wesen auszubeuten, die man nicht für seinesgleichen hielt, erhoben sich in den weniger hochstehenden Elementen der Bevölkerung wieder jene niederen Instinkte eines unter dem Namen Patriotismus sich verbergenden Egoismus. Als Kolonialvolk der Martier sollen die Erdbewohner ausgebeutet und unterdrückt werden. Friedrich L. verlässt die Erde, um auf dem Mars gegen die Antibaten zu wirken. Saltner und La fliehen in das noch nicht besetzte Nordamerika und treten dort einer geheimen Vereinigung bei, dem Menschenbund. Die Martier hatten der Menschheit einen ungeahnten wirtschaftlichen Fortschritt verliehen. Aber nicht durch allmähliche Erziehung zur Freiheit, sondern durch Zwang. Dieser Druck aber weckte in den Menschen das Bewusstsein ihrer gemeinsamen Würde. Je schwerer die Hand der Martier auf den Völkern ruhte, umso rascher verbreitete sich der Menschenbund. Sein Prinzip: Numenheit ohne Nume. Doch die Martier begingen den großen Fehler, den Menschenbund zu verbieten. Damit aber wurde aus dem Bund eine geheime Gesellschaft, die nur umso fester zusammenhing. Ein jeder fühlte nun, dass er nicht bloß Franzose oder Deutscher, Handarbeiter oder Künstler, Bauer oder Beamter sei, sondern dass er eine Stelle auszufüllen habe, in der gemeinsamen Arbeit das Gute auf dieser Erde zu verwirklichen. Die Aktivitäten des Menschenbunds bleiben den Martiern nicht verborgen. Die Antibatenpartei erzwingt, dass nun auch die Vereinigten Staaten besetzt werden. Doch dann erfolgt der in aller Heimlichkeit vorbereitete Gegenschlag. Es war gelungen, große Quantitäten von Repulsit und Nihilit einzuführen. Und in aller Stille war eine Flotte von 30 Luftschiffen hergestellt worden. Die Mannschaft hatte Saltner ausgebildet. Die für die Verbindung zum Mars unentbehrliche Nordpolinsel wird besetzt. Die Angreifer drohen, die Außenstation zu vernichten. Auf dem Mars planen die Antibaten, die Erdrotation zu bremsen und eine neue Eiszeit auszulösen, um die Menschheit auszurotten. Doch ein Volksentscheid in letzter Minute macht ihre Pläne zunichte. Die Missachtung des sittlich Edlen und Guten erweckte jedoch zuletzt auch die Menschenfeinde zum Bewusstsein ihrer Würde als Nume. Am Tag der Wahl zeigte der Registrierapparat der telegrafisch abgegebenen Stimmen für L über 312 Millionen Stimmen gegen etwa 40 Millionen für Oss. Aber ein letztes Hindernis könnte noch zur Katastrophe führen. Die irdischen Ingenieure können den Betrieb auf der Polstation nur mangelhaft aufrechterhalten. Die Funkverbindung zum Nu bricht zusammen, das abarische Feld beginnt sich zu verschieben. Nur Marstechniker können es wiederherstellen. Aber als ihr Sonderflugzeug mit L an Bord sich der Erde nähert, wird es von den Erdstreitkräften angegriffen. Es gelang den Martiern, ihr Schiff zu ruhigem Schweben zu bringen. Wie jedoch sollte man sich bei geschlossenen Schiffen verständigen? Und sie zu öffnen, verbot die noch viel zu dünne Luft in dieser Höhe. Der Pilot versuchte, durch weiteres Sinken um einige tausend Meter in dichtere Luftschichten zu gelangen. Nun erst vermochte man, von den amerikanischen Wachfahrzeugen aus die große weiße Fahne zu erkennen, die das martische Schiff als Friedenszeichen führte. Sie näherten sich trotzdem weiter. Das eine legte sich in die Falllinie des martischen Bootes und deutete damit an, dass es ein weiteres Sinken nicht zulassen würde.
Das andere zog zum Zeichen des Verständnisses seine Nihilitpanzer ein und kam dem martischen Schiff so nahe, dass man die hinter den schützenden Scheiben ausgeführten Signale sehen konnte. El signalisierte: Wir bringen den Friedensvertrag. Ich, El, bin mit dem Abschluss beauftragt. Lasst uns sofort auf die Station. Der Kapitän antwortete: Ich darf Sie nicht heranlassen, bis ich Instruktionen erhalten habe. Es werden sogleich weitere Boote eintreffen. Es ist höchste Gefahr. Die Außenstation ist im Gleichgewicht gestört. Lassen Sie uns sogleich hin. Der Kapitän wurde misstrauisch. Das verstehe ich nicht. El war der Verzweiflung nahe. Wenn man nur sprechen könnte. Die beiden Luftboote lagen jetzt dicht nebeneinander. Aber weder Schall noch elektrische Wellen konnten durch die geschlossenen Hüllen dringen. El wandte sich plötzlich an den Piloten. Ich spreche hinüber. Wir können nicht länger warten. Ehe ihn die anderen hindern konnten, hatte er den Verschluss, der zum Verdeck führte, geöffnet und wieder geschlossen. Er stand auf dem Verdeck in der eisig dünnen Luft. Er winkte und rief durch ein Sprachrohr. Der Kapitän, in seinen Pelz gehüllt, den Sauerstoffapparat vor dem Munde, trat auf sein Verdeck hinaus. El musste, um sprechen zu können, die Sauerstoffatmung unterbrechen. Er musste schreien, um in der dünnen Luft gehört zu werden. Und so setzte er dem Kapitän die Tatsachen auseinander. Dieser schüttelte den Kopf. Dann begann er zu verstehen. Er nickte, aber er hütete sich wohl zu sprechen. Mehrere Minuten waren darüber vergangen. El fühlte, wie es ihm im Kopf sauste, wie sein Herz schlug, wie seine Glieder erstarrten, seine Augen nichts mehr erkannten. Aber nun verschwand der Amerikaner in seinem Boot. Und im Augenblick darauf entfernte es sich und strebte dem Pol zu. Der Pilot zog El in das Luftboot. Er nahm den Zusammensinkenden in seine Arme. Blut sickerte aus Els Mund. Vergeblich mühten sich die Martier um den Leblosen, während ihr Boot in rasender Eile dem anderen zur Polinsel folgte. Geopfert. Für uns. Für alle, La. Für die Menschen und für die Nume. Damit endlich Frieden sei.